In diesem Video geht es um offene Eingänge, warum sie problematisch sind und wie mit ihnen umgegangen werden kann. Sehr schön kann man die Problematik der offenen Eingänge mit dem Oszilloskop beobachten. Mein Oszilloskop hat mit diesem Tastkopf einen Eingangswiderstand von 10 Megaohm und wenn ich mit meinem Finger die offene Spitze des Tastkopfs berühre, sehe ich sofort, dass eine relativ hohe Spannung angezeigt wird. Mein Körper wirkt quasi wie eine Antenne und fängt eine ringsum vorhandene Störstrahlung auf, die, man sieht das an der Grundfrequenz von 50 Hertz, offensichtlich von den überall vorhandenen Leitungen der Hausinstallation abgestrahlt wird. Um Ihnen offene Eingänge am Arduino zu zeigen, habe ich ein kleines Programm geschrieben, das nichts weiteres macht, als einen Eingangspin zu lesen und ihn sofort wieder über Digital Write an einen Ausgang zu übergeben. An diesem Ausgang ist die interne gelbe Board-LED angeschlossen. Das laufende Programm erinnert dabei an einen Zufallsgenerator. Wenn ich diesen offenen Eingang berühre, stelle ich fest, dass die Leuchtdiode mit verminderter Helligkeit leuchtet. Sobald ich loslasse, ist sie entweder aus oder an. Manchmal geht sie auch ganz spontan von selbst an, sobald ich auch nur in die Nähe komme, ohne das Ganze zu berühren. Hier sieht man sehr deutlich den Effekt eines offenen Eingangs. Wie kommt es jetzt zu einem so merkwürdigen Verhalten? Dazu zeichne ich Ihnen einmal die Eingangsstufe eines Mikrocontrollers auf. Die ist im Prinzip aus zwei Feldeffekttransistoren aufgebaut. Unten ein N-Kanal-Type und oben eine P-Kanal-Type. Die Anschlüsse heißen Gate, Drain und Source. Wird zwischen Gate und Source eine ausreichend hohe Spannung angelegt, wird das MOSFET zwischen Drain und Source leitend. Im P-Kanal-MOSFET ist das genauso. Wenn zwischen, da ist oben Source, in der Mitte unten haben wir Drain und das ist das Gate. Wenn zwischen Gate und Source eine ausreichend hohe Spannung angelegt wird, wird es zwischen Drain und Source leitend. Hier oben schließen wir die Versorgung an. Wir nehmen hier wieder plus 5 Volt und 0 Volt. Die beiden Drains zusammen bilden den Ausgang. Die beiden Gates zusammen werden auch verbunden und bilden den Eingang. Wird jetzt eine Spannung zwischen Gate und Source angelegt, die hoch genug ist? Sagen wir mal, wir legen an plus 5 Volt. Dann wird der untere Transistor leitend, weil da liegen ja 5 Volt an zwischen Gate und 0 Volt, also zwischen Gate und Source. Der obere wird sperren, weil oben liegt keine Spannung an, 5 Volt und hier haben wir auch 5 Volt. Das heißt, der untere leitet, der Ausgang wird auf 0 Volt gehen, der obere sperrt, der Ausgang kann ohne Probleme auf 0 Volt gehen. Im anderen Fall, angenommen wir legen hier 0 Volt an, sperrt der untere Transistor. Das heißt, der obere wird leitend, der hat ja die 5 Volt, 0 Volt auf 5 Volt. Damit wird der Ausgang, das ist hier leitend, der Ausgang wird auf 5 Volt nach oben gezogen und wir haben am Ausgang 5 Volt liegen. Wichtig ist, dass Sie erkennen, dass von der oberen 5-Volt-Schiene auf die untere 0-Volt-Schiene niemals ein Strom quer durch die beiden Transistoren fließen kann und darf. Solange der Eingang auf 5 Volt oder 0 Volt sauber liegt, ist das auch kein Problem, weil einer der beiden Transistoren sperrt ja immer. Das Problem entsteht dann, wenn wir hier irgendwas zwischendrin haben, sagen wir 2 Volt, dann wird der obere Transistor 3 Volt sehen davon, der untere sieht 2 Volt. Mit den 3 Volt schaltet er ja vielleicht ein bisschen durch,
noch nicht voll, der untere aber auch ein bisschen. Das heißt, der Ausgangspegel wird dann irgendwo in der Größenordnung von 3 Volt liegen, aber da beide Transistoren schon ein bisschen geöffnet sind, wird ein nennenswerter Strom von oben nach unten durchfließen können. Dadurch erhöht sich der Stromverbrauch. Wenn es eine batteriebetriebene Schaltung ist, ist das eine sehr ungünstige Sache, weil die Batterie wird sinnlos geleert. Ansonsten ist es noch nicht wirklich ein Problem. Man kann die Eingänge durchaus offen lassen. Zwischen Gate und Source bildet sich quasi so eine Art Kondensator. Auch hier zwischen Gate und Source, im P-Kanal-Type, haben wir einen Kondensator. Das heißt, eine Spannung, die hier am Eingang irgendwann mal anliegt, sagen wir langen mit unserem Finger hier drauf und wenn wir weggehen, sind gerade zufällig 2 Volt liegen die an, die bleibt erhalten. Die fließt nicht ab, weil hier nur ein Kondensator da ist und da fließt kein Gleichstrom rüber. Nur der Wechselstrom kann über den Kondensator fließen. Und das ist das Problem der offenen Eingänge. Werfen wir doch einmal einen Blick in unser Datenblatt vom Atmega 328PB. Und zwar in der Sektion Electrical Characteristics 33. Da finden wir die Absolute Maximum Ratings und gleich drunter die DC Characteristics. In den DC Characteristics haben wir zwei Bereiche, und zwar einmal hier die erlaubten Eingangsspannungen für Low-Pegel und die erlaubten Eingangsspannungen für High-Pegel. Und die sind aufgeteilt wieder in den also Versorgungsspannungsbereich, VCC ist die Versorgungsspannung, von 1,8 bis 2,4 Volt, das haben wir nicht. Wir liegen bei 5 Volt, also im Bereich von 2,4 Volt bis 5,5 Volt. Und wenn wir in diesem Bereich arbeiten, also mit unseren 5 Volt, dann ist festgegeben, dass der Low-Pegel mindestens minus 0,5 Volt betragen muss, also 0,5 unter dem Nullpegel und maximal 0,3 VCC. Also 0,3 mal 5 Volt wären 1,5 Volt. Das ist die Grenze für den Low-Pegel. Der High-Pegel, auch wieder in diesem Bereich, 5 Volt, muss mindestens 0,6 VCC betragen. Das wären genau 3 Volt. Und darf höchstens VCC plus 0,5, also 5,5 Volt betragen. Wenn ich Ihnen das grafisch auftrage, haben wir hier die 0 Volt. Wir haben oben den Pegel, ein bisschen rutschen, 5 Volt. Jetzt wäre dieser Pegel 1,5 Volt. Hier hätten wir 3 Volt. Das ist der erlaubte Bereich für den High-Pegel. Das ist der erlaubte Bereich für den Low-Pegel. Und dazwischen haben wir einen Bereich, der nicht definiert ist. Das ist ein verbotener Bereich. In diesem Bereich dürfen wir keine Spannungen anlegen. Dann ist nicht klar, ob er High-Pegel oder Low-Pegel daraus macht. Da kann also alles passieren. Wie fahre ich so einen Eingang jetzt an? Ich habe Ihnen hier einmal unseren Mikrocontroller aufgezeichnet, einen Eingang, und man könnte versucht sein, jetzt einfach mit einem Taster von der plus 5 Volt Schiene zu kommen und zu sagen, rein in den Eingang. Das ist klar. Wenn ich den Taster betätige, das heißt diesen Schalter schließe, nennen wir mal S1, dann liegen am Eingang 5 Volt an und ich habe eindeutig High-Pegel. Aber wenn ich den Taster öffne, werden am Eingang immer noch 5 Volt anliegen. Vielleicht fängt er sich auch irgendwelche 2 Volt ein, vielleicht fängt er sich 0 Volt ein. Wir wissen es einfach nicht. Aus diesem Grund ist diese Schaltung nicht vollständig. Wir brauchen noch einen Widerstand, der einen definitiven Zustand erzeugt, für den Fall, dass der Taster geöffnet ist. Deswegen mache ich vom unteren Ende des Tasters an 0 Volt einen sogenannten Pull-Down-Widerstand. Ist der Taster geöffnet,
wird über den Pull-Down-Widerstand der 0 Volt-Pegel am Eingang anliegen. Ist der Taster geschlossen, liegt über dem Pull-Down-Widerstand 5 Volt an. Was aber nicht unbedingt schlimm ist, denn oft sind diese Tasten nur ganz kurz mal geschlossen. Wenn man drauf drückt, und man drückt ja die meiste Zeit nicht drauf. Oder diese Widerstände sind sehr hochohmig. Wir nehmen in unserem Fall immer die 10 Kiloohm, sodass eine relativ kleine Verlustleistung nur entsteht, die zu vernachlässigen ist. Genauso gut können wir aber auch mit einem Pull-Up-Widerstand arbeiten. Das würde bedeuten, wir machen den Taster gegen 0 Volt. Das geht an den Eingang des Mikrocontrollers. Drücken wir auf den Taster, haben wir 0 Volt Pegel. Lassen wir den Taster los, ist er geöffnet und der Pull-Up-Widerstand wird den Pegel auf 5 Volt am Eingang hochziehen. Das heißt, wir haben hier eine umgekehrte Logik. Ein Active Low, das heißt Taster gedrückt, 0 Volt am Eingang, Taster geöffnet, also passiv, 5 Volt am Eingang. In unserem Atmega 328 sind intern schon solche Pull-Up-Widerstände verbaut. Ich habe hier Ihnen das Blockschaltbild der Eingangsstufe. Sie sehen hier den Pin, das wäre der Input, auch Output, die können beides. Und worauf es mir hier ankommt, ist letztendlich dieser Teil der Schaltung. Das ist ein Pull-Up-Widerstand, der intern schon verbaut ist, der über einen Transistor hier, über eine Logik dazugeschaltet werden kann, indem man ein gewisses Bit setzt. Dieses PUD-Bit nennt sich Pull-Up-Disable-Bit. Und so können Sie wählen, ob Sie einen Pull-Up am Eingang gerne hätten oder ob Sie den nicht brauchen, weil Sie zum Beispiel das Ganze ohnehin als Ausgang betreiben. Die sind also als Pull-Up intern schon verbaut und Sie können den Taster direkt am Mikrocontroller anschließen, wenn Sie ihn gegen Masse anschließen und den Pull-Up-Widerstand benutzen. Interne Pull-Down-Widerstände haben wir nicht. Das heißt, mit Tastern müssen Sie dann immer mit invertierter Logik arbeiten, also Active Low. Auf Arduino-Ebene lässt sich das ganz einfach umsetzen. Ich muss nur im Setup meinen Eingang nicht auf Input, sondern auf Input Pull-Up stellen. Damit ist der Pull-Up-Widerstand aktiviert und wenn wir dieses Programm auf unser Board laden, werden Sie sehen, dass wir keine Probleme mehr haben. Gegen Berühren des Eingangs ist unser Board jetzt überhaupt nicht mehr empfindlich. Der Ausgang bleibt immer auf High, dank Pull-Up-Widerstand. Und wenn ich den Eingang mit 0 Volt verbinde, mit Masse, das muss ich Ihnen einmal zeigen hier, dann sehen Sie, dass die Leuchtdiode sofort ausgeht. Ich möchte Ihnen abschließend noch den Effekt des Tastenbrellens zeigen. Dazu habe ich die Schaltung mal mit unserem Taster aufgebaut. Funktionieren würde sie. Und ich schließe jetzt hier noch zusätzlich das Oszilloskop an. Aktuell ist das Oszilloskop so eingestellt, dass sobald ich auf die Taste drücke, der Pegel nach unten gezogen wird. Über die Taste. Sobald ich die Taste loslasse, zieht der Pull-Up-Widerstand den Pegel wieder nach oben. Und wir sehen das wunderschön am Oszilloskop. Ich drücke die Taste, Leuchtdiode aus, ich lasse los, die Leuchtdiode geht an, der Pegel geht sauber nach oben. Wenn ich jetzt das Oszilloskop auf automatisches, also auf manuelles Triggern umschalte, dann triggert er nur noch dann, wenn ich die Taste drücke und wir sehen genau, was passiert in dem Augenblick, wenn die Taste gedrückt wird. Das Lösen wird nicht mehr angezeigt, nur noch das Drücken. Und jetzt ändere ich die Zeitbasis, sodass wir eine höhere Auflösung haben. Und da sehen wir schon, was da tatsächlich passiert. Jedes Mal beim Drücken wird nicht nur einmal von High nach Low gesprungen, sondern es passieren mehrere Umschaltvorgänge. Ich drücke noch einmal.
Jedes Mal sieht das ein bisschen anders aus. Manchmal fängt er auch bei der steigenden Flanke sich einen Prellvorgang ein und triggert deswegen. Aber Sie sehen, denke ich, ganz deutlich, dass hier mit jedem Tastendruck ein bisschen ein anderes Verhalten stattfindet und dass es ein Problem gibt, wenn ich sehr schnell auf die Flanken reagiere. Das heißt, auf die fallende Flanke zum Beispiel. Das kann eines sein, in dem Fall sind es 2, 3, 4, 5 Stück. Beim nächsten Mal drücken sind es bloß 3 fallende Flanken. Das heißt, Zählen von Flanken wird mit Prellen durchaus problematisch. Aber das ist Ihre Praktikumsaufgabe, da können Sie sich etwas Schönes dazu überlegen.